Kabuto GX, das Pokémon Trading Card Game Tin Box. Und ja, wir schauen einfach rein. Voriges Mal war Kaburiki. Hier ist jetzt Kabutoro. Hier ist Kabutoro GX mit der Hornattacke, Gebot der Natur und Kapu Wildnis GX. Heile allen Schaden bei diesen Pokémon und bringt noch 150 dazu. Und bei Gebot der Natur, du kannst alle Energie von diesen Pokémon auf den Ablagestapel legen und dann macht es 60 Schaden mehr. Nicht so gut, aber für einen Finisher mit 180 geht es natürlich. Da ist die GX-Karte, die GX-Attacke wesentlich besser. Natürlich kann man sie nur einmal einsetzen. Aber naja, es sind welche Boosts dabei? Einmal Stunde der Wächter, dann noch einmal Stunde der Wächter, einmal Sonne und Mond und XY Dampfkessel. Nicht so wie die anderen, nur ein normales XY. Hier, das ist Dampfkessel. Gut. Werfen wir natürlich zuerst die Dampfkessel. Ein Booster Pack. Oh, das ist jetzt sehr schön geöffnet worden. Nicht zerrissen. So. Okay, mit WhatsApp, Klick, Tangela, Glibunkel, Schalelos, ein Otaro, das ist ziemlich süß. Und ein Fiaro mit der Fähigkeit Orkan schwingen. Okay, Ambidiful, Galoppa noch dazu, Pokémon Ranger. Okay, nicht so schlecht. Für Monkey Dex natürlich. Gut, dann hier Sonne und Mond. Booster Pack. Okay, das ist jetzt ein bisschen zerrissen. Weg damit. So, ein Alola Mauzi. Pepek. Ein Evoli mit Energie- und Evolutionsfähigkeit. So wie jedes Evoli. Eigentlich Enton. Habidak. Kolossand mit Sandfeste. Und ein Gravel, Blitzenergie, Pelipper, Ebteiler, ein Alola Radikal noch dazu. Ja. Der italienische Bruder von normalen Radikal. Nun Sonne und Mond, Stunde der Wächter. So, weg damit. Ein Phlegmon, Amacholo, Iguana, Kramurx, ein Alola Sandan. Es schaut sehr böse und naja, einige ohne Energie, ist ziemlich gut am Anfang eigentlich, wenn man wirklich nichts hat, kann man sich sogar stützen. Kramchef, der schaut ziemlich gut aus jetzt. Und ein Elisard, Ruckzuppi, Dosender Donner. Ja, Metallenergie, Energieaufbereitung. Ein Lamus, Hypnomorber und gut. So, ab. Oh. Das ist ja noch da. Das ist nächste Stunde der Wächter. Ist jetzt nicht so gute Karten dabei. Ein paar. Oh, ein Alola Vulpix sehe ich hier schon. Okay, schauen wir mal, was noch ist. Molimorber, Schanera, Lil Minip, Iguana, ein Miniras mit Fähigkeit Kugelsicher. 10 Schaden weniger, immerhin. Und, naja, ein Miminga. Okay, zieh zwei Karten oder Imitator. Ziemlich gut, ziemlich gut. Wenn das Pokémon, das während seines letzten Zuges eine Attacke eingesetzt hat, die kein GX-Attacke ist, setzt es sie als diese Attacke ein. Sehr gut, braucht nur 2 Energie. Ja, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Pflanzenenergie, Viscargot, Costurso mit Absahnenfähigkeit. Ja, nicht so schlecht. Ein Marmolida. Und das war's auch schon. Keine guten sonstige GX oder X-Karten dabei, nur die Kabutoro GX-Karte, die was ja natürlich Promo-Karte ist. Ja, es ist Pflanzendeck, ich werde noch mehr Online-Spiele spielen, natürlich mit Kabutoro GX und anderen Pflanzendecks, also Pflanzen-Pokémons. Und ja, einfach reinschauen, ich spiele Standard und Erweitert und dann werden wir sehen, was auf uns zukommt. Bis zum nächsten Mal.